Hey Leute, willkommen wieder zurück zu Fire Emblem Path of Radiance. Wir werden das 11. Kapitel heute definitiv abschließen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ja. Soweit sieht das ja auch sehr, sehr gut aus, ja. Viele Gegner sind jetzt nicht mehr auf jeden Fall. Das sollte doch ganz gut funktionieren, würde ich sagen. So, erstmal hier unten, ja. Ich denke, Rolf kommt hier, genau, nicht direkt durch, leider. Aber Boyd hingegen schon, deswegen darf der jetzt erstmal den Dieb hier wegräumen. Das sollte nicht zu viel verlangt sein. Bams und erledigt. Jawohl. Easy. Mal zu Beginn hier. Legt gut vor. Das gibt doch ordentlich Erfahrung bei Dieben. Immer ein bisschen mehr, ne? So. Was haben wir hier? Das reicht leider nicht ganz aus. Wie weit kommt denn der? Ich könnte theoretisch auch noch runterlaufen. Will ich das denn? Naja, könnte man schon machen, ne? Aber ich will auch noch hier unbedingt rein. Das ist das andere. Naja, man kann ihn mal anschwächen, doch. Mach das mal. Der sollte dich eigentlich auch... Ja, selbst wenn er dich doppelt, er macht wahrscheinlich eh viel zu wenig Schaden. Also pappalapapp. Das ist ein verdammter Dieb, ja, mit einem Messer. Kraft 2, hä. Ja, ja, die Messer in dem Spiel. Ich hab's ja schon gesagt. Es ist ein bisschen bitter, leider. Sehr ärgerlich, das Ganze, aber gut. Na... will ich vielleicht sogar eher, dass du vor... Naja, was bringt das denn, wenn ich jetzt dich nach vorne schicke, ganz im Ernst? Ich glaube, das kann ich mir dann auch sparen, oder? So wie das aussieht. Ja, okay, du kannst doch eventuell rein. Dann haben wir eher noch Boyd als Backup. Falls da doch irgendwas schief läuft, dann weiß der nie, ne? Ist vielleicht auch ganz klug, sich die Optionen freizuhalten. So, okay. Hier wird es ein bisschen interessanter, denke ich. Wie sieht's denn hier aus, ne? Ja, das ist ein bisschen... nur 14 Schaden. Das ist ein bisschen wenig. Verteidigungsunterschied irgendwie. Verteidigung 11. Moment, warte, Moment. Wie... Das waren... Praktisch... Du würdest ihn praktisch exakt erledigen dann dadurch, ne? Ja, dann 8×2. Das würde natürlich besser aufgehen. Wobei ich hier mit Ike echt vorsichtig sein muss, ja. Der ist jetzt schon ein bisschen gut angeschwächt hier. Wurde leider ganz gut getroffen. Das ist vielleicht problematisch, ihn hier überhaupt gerade rumstehen zu lassen. Das Gute ist, dass ich hier mal Koya gerade mal so in Bogenrange habe. Das heißt, ich könnte theoretisch auch mit Lethe vorlegen. Das ist kein Problem. Selbst wenn sie sich zurückverwandeln sollte, ist das jetzt nicht so dramatisch. Dann stelle ich Ike nämlich erstmal nach oben oder so. Sie kriegt ja kaum Schaden. Ja doch, das ist, denke ich, die beste Möglichkeit, hier mit Lethe erstmal durchzumarschieren, ja. Sonst wird die Situation für Ike schon etwas brenzliger. Das wollen wir vielleicht nicht riskieren. Gehen wir es mal etwas sanfter an, ja, in dem Fall. Kann nicht schaden. So, das war's jedenfalls mit ihm hier. Sehr schön, so. Weg ist ganz gut frei somit. So, dann sehen wir mal, dass Ziehak und die Feen hier auch weiterkommen irgendwie. Okay, das hier ist schon ein bisschen problematisch hier. Aber wir können ja mal sie jederzeit auch zurückschicken, ist ja kein Problem, ne? Das ist ganz gut, wenn sie hier die Arbeit leistet, auf jeden Fall. Gar nicht mal so schlecht. So. Hat sie überhaupt schon großartig viel angegriffen bei uns? Ich weiß gar nicht, ob man sie schon viel in Aktion gesehen hat, ehrlich gesagt. Ich glaube noch nicht mal so sehr, oder? Ja, ja, davor war sie ja mehr oder weniger nur zum Eskortieren, ne? Wenn sie mal Leute rumgeschleppt hat. Witzig. Natürlich braucht sie auch ein bisschen Bonuserfahrung. Investitioner. Ist bei ihr auch so ein bisschen wichtig. So, wir gehen mal weiter. Und eigentlich sollte es hier gar nicht mehr so viele Schwierigkeiten jetzt geben. Der hier wird eh nicht so weit kommen. Das heißt, ich renne jetzt auch hier mit vor. Kann Soren auch gleich mit absetzen. Was auch super nützlich ist. Moment, ich will mal noch mal kurz nachsehen. Also es ist keine berittene Einheit mehr da, ne? Da kommt niemals so weit, ja. Okay, alles klar. Wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen, man weiß ja nie, ne? Sonst hat man den Salat. So, jetzt haben wir so viele Leute hier stehen, dass der Boss kein Problem sein sollte. Absolut nicht. Das würde mich doch schwer wundern. Ai kann ihn mit einem Königsschwert dann finishen. Soll aber erstmal nur ein Heilmittel benutzen. Wie gesagt, spielen wir es mal ein bisschen safer, das Ganze. Das kann ja nicht schaden. Wie sieht's bei dir aus? Ich lass dich mal nur ihn gerade erledigen. Na, das kriegst du nicht mal ganz hin. Dann muss das doch Titania machen. Na, sowas. Oder wollt ihr zu zweit sogar agieren?
Kurzaxt wäre zwar stark genug, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal Kurzaxt-Anwendungen verbrauchen möchte. Und auch einen Hammer will ich eigentlich dann doch eher nicht verbrauchen, oder? Ja, das ist alles ein bisschen doof gerade. Ein bisschen schade. Ich sehe schon. Naja, auf der anderen Seite, wenn du hier mit dem Langspeer erstmal anschwächst, dann machen wir das aber andersherum, ja. Das wäre sonst ein bisschen dämlich. Naja, eine gewisse Crit-Chance haben wir auch noch. Vielleicht ergibt sich ja was. Man weiß ja nie, ne? Abwarten und Tee trinken. Also gut. So, sie kommt auf jeden Fall noch schön weit und sie kann auch wirklich an die Front. Ich sehe da kein Problem. So, du hast jetzt gerade einen Langspeer equipped, ne? Der wird aber dann eh aufgebraucht. Das ist natürlich das andere. Ein bisschen doof hier. Und da ich ihn hier aber auf jeden Fall finishen muss, bleibt mir auch nichts anderes übrig, als erstmal zum Langspeer zu greifen. Zudem würde er erst von Malkoja angegriffen werden. Ich glaube, er würde ihn eh nicht doppeln können, oder? Selbst das Teil, da ist er schon zu weit eigentlich. Er hat Effektivgeschwindigkeit 13, das zockt mir bestimmt nicht. Wir haben exakt dieselbe Effektivgeschwindigkeit. Also gut, dann doppeln wir ihn sowieso nicht. Und vielleicht können wir so unseren Langspeer noch ganz gut verbraten, ne? Kann er auch sein. Nur, dass ich ihn mit Langspeer schon mal hinstelle. Okay. Bitter. Erstmal daneben. Aber kein Problem. So. Wunderbar. Sehen wir mal. Vielleicht wird er ja auch von Malkoja angegriffen. Jedenfalls können wir von allen Seiten sehr gut agieren. Da sollte eigentlich keine Schwierigkeiten uns bereiten. Er geht tatsächlich auf Titania los. Ne? Sowas. Und sogar mit dem Bogen. Wir können ihn... Wow, wir können ihn echt im Eck einhängen. Ich hatte überhaupt die Möglichkeit, nochmal im Nahkampf zu agieren. Wow. Sie fliehen nicht. Sie kommen sogar auf uns zu. Es scheint, wir haben den Mut unserer Feinde unterschätzt. Ah ja, natürlich. Das war ganz schön... Das ist ganz schön bitter, dass er gerade hier sich ins Eck stellt. Okay. Gut. Intelligenz. Und so. Alles klar. Oh. Okay, der wird auch noch weggekrittet. Ist man hier ja wunschlos glücklich, meine Güte. Was geht denn jetzt schon wieder ab hier? Meine Nerven. Wahnsinn. Ich find's auch cool, wie der Dieb einfach nicht angreift. Ah, sieh mal einer an, wer das Feld betritt. Ha, jawohl. Captain Daran, wacht auf, jetzt ist nicht die Zeit, um zu schlafen. Man hat einen Halbmenschen gesehen. Komm, schließen uns der Jagd an. Das machen wir nicht. Wir brauchen keinen Finger zu krümmen. Malkoja Stinker werden sich um alles kümmern. Der Ruhm des Kampfes wartet auf uns. Würdet ihr wirklich zulassen, dass andere euch diesen Ruhm vor der Nase wegschnappen? Oh, ihr sucht dir was zum Spielen, ja. Kämpf gegen einen Soldaten. Schrick einen Bauern mit deiner Lanze. Was immer du magst. Aber hör auf, mich ständig aufzuweckten. Oh, ihr seid so ein... Der Kampf. Ja, erweck mich, wenn er vorbei ist. Das reicht, dann gehe ich eben auf eigene Faust. Till, jetzt warte mal. Habt ihr eure Meinung geändert? Du wirst mit dem Rest von uns warten. Wir bewegen uns nur, wenn wir angegriffen werden. Was sagt dir dein Vorgesetzter? Das passt hier so gar nicht in den Kram. Sie ist sogar auf der Map erschienen. Man könnte sie sogar ausschalten, das ist schon ganz schön bitter. Das machen wir selbstverständlich nicht, ja? Meine Güte. Okay, hier können wir gerade eigentlich gar nicht mal so viel machen. Vielleicht kannst du einfach mal anschwächen und jemand anders finisht hier. Okay, du kannst wunderbar anschwächen. Moment, Donner macht nicht mehr Schaden, hat aber die bessere Crit Rate, ne? Das war ein Unterschied. Nein, doch, du machst bestimmt eins mehr. Das war's. Nee, gewichtstechnisch war es kein Unterschied. Interessant, ich könnte ja also sogar direkt finishen. Aber ich brauche wahrscheinlich sowieso ein bisschen Bonuserfahrung, oder? Ich sollte aber eigentlich nicht mehr zurückrennen. Das hat auch einen gewissen Hintergrund, ja. Massias in der nächsten... ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich mache das tatsächlich so, dass ich mit ihm angreife. Es gibt einen guten Grund dafür, ja. Einen sehr guten Grund. Das werdet ihr eventuell noch sehen. Ich weiß nicht. Es könnte eventuell gleich passieren. Wer die Mission kennt von euch, der weiß schon, was ich meine natürlich. Die meisten werden sie natürlich nicht kennen, denke ich mal so. Aber ja, ne? Ich stelle es dir garantiert niemanden hin, der sofort abkratzen würde, wenn er irgendwas abbekommt. So, das hier ist interessant. Wir machen wirklich wenig Schaden auch mit Titania. Ja, sollte es aber trotzdem kein großes Problem sein. Du machst auf jeden Fall den Anfang.
Und danach rennst du direkt nach oben. Das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Er würde dir auch nicht so viel Schaden machen. Das kommt ja noch dazu, ne? So, sehr schön, sehr schön. Dann sind wir also auch hier schon angekommen. Mit Titania zumindest. Also alsbald sind wir angekommen dann, ne? So, der Dieb hier, der bewegt sich nicht großartig. Ideales Ziel für Rolf erstmal. Baller ihn um. Und gut ist, ja. Das kriegst du doch hin, oder? Lieber Rolf, jawohl. Sehr schön. Dann kann Boyd das Haus besuchen. Dann kriegen wir auch das Item. Sehr gut, okay. Auch kurz vorm Level Up. Das kann man mit Bonuserfahrung auch gar... Moment. Machen dann, so. Besuch. Sag mal, bist du nicht... Du bist es. Bist du nicht einer von denen aus Klemmer, hinter denen die da einher sind? Geh schon los, ich werde so tun, als ob ich dich nicht gesehen habe. Keine Sorge, geh einfach. Warte eine Sekunde. Hier, das ist für dich. Nimm es ruhig. Ein Drakoschild. Okay, das war, glaube ich, sowieso das Ausschlaggebendere. Ach ja, dann weiß ich schon, was hier drin war. Dann war das ein Elfenwind. Das ist also gar nicht so schlimm, dass uns das abhanden gekommen ist. Wirklich überhaupt nicht. Ist überhaupt kein Problem. So, Oskar kann hier auf jeden Fall mal weiter angreifen. Da sehe ich jetzt auch kein Problem eigentlich. Mach das mal. Und eher so wie KI funktioniert im Spiel, wird wahrscheinlich beim Eisenbogen trotz allem bleiben, ja. Das heißt, wir haben hier leichtes Spiel vermutlich. Aber wir müssen mal selbst sehen, ne? Wie das dann alles aussieht. Dich stellen wir hier hin. Massier stellen wir da hin. Und dann haben wir doch eigentlich auch schon alles. Ach so, Moment. Rice, ja, papalapap. Geh einfach mal weiter. Oh, seht ihr? Ich wusste. Oh mein Gott, Leute. Ja, er taucht auch selbst noch auf, ja? Gute Nacht, sage ich nur. Gute Nacht, ja? So viele Männer und doch glauben, noch haben sie Schwierigkeiten. Habe ich mich verrechnet? Ah, er ist es. Wow, das, da muss man aufpassen, ja? Da kommt ja jemand hier durch. Gibt's noch einen extra Dialog natürlich. Bist du der Anführer dieser Truppe? Das bin ich. Ihr seid diejenigen, die die Gefangenen aus unserem Schloss befreit haben. Und wenn wir das wären? Scheinbar war meine Vermutung etwas inakkurat. Ich glaube, das sei das Werk von Soldaten aus Krimea, die für einen kurzen Moment ihre Moral wiedergefunden hatten. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Wir sind nur eine einfache Söldnertruppe. Ha, seid ihr eventuell auch diejenigen, die Prinzessin Lynch Hilfe gewähren? Genug geredet, lass uns vorbei oder stirb. Ike macht echt keine halben Sachen, ne? Das ist echt interessant, ja. Ich finde das immer unglaublich direkt, was das betrifft. Es werden Köpfe rollen oder jetzt bist du dran oder keine Ahnung. Da geht er immer ab, ey. Unglaublich, der Typ. Meine Güte. Oh mein Gott, was ist denn mit dir schon wieder los? Warum bist du eigentlich so am Critten? Das ist ja unglaublich, hallo? Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, oh Gott. Richtig krass, okay. Oh mein Gott, seht euch das an, ja. Da wir natürlich auf schwer spielen, bewegt sich der schwarze Ritter natürlich auch. Also, rennt um euer Leben. Es gibt nicht eine einzige Überlebenschance, ja. Selbst mit den hochgezüchtetsten Charakteren, ja. Das schafft ihr nicht. Unmöglich, ja. Niemand wird hier lebend rauskommen, wenn er ihn auf sich zukommen lässt. Oh mein Gott, wir werden uns gleich die Stats und so auch ansehen, ja. Ich will jetzt erstmal hier durchkommen, ja. Erstmal den Schock überwinden. So, auf jeden Fall gehen wir schon mal eins weiter. Ein Feld, damit wir hier eben direkt beim nächsten Mal abschließen können. Ja, an sich habe ich so viele Leute eigentlich. Ich kann wirklich mit allen eine ganz tolle Großoffensive hier starten. Da sehe ich eigentlich keine Probleme, was das betrifft. Das machen wir dann auch so. Nazihaak. Immer noch kein Crit, erstaunlich, ne? Er haut's einfach nicht raus. Noch nicht, noch nicht. Kommt hoffentlich noch, ja. Da habe ich große Erwartungen. Die werden hoffentlich nicht enttäuscht, ja. Ja, wenn wir ihn dann eh einkesseln, ist das ja kein Problem. Wenn er hier steht, was will er machen, ne? Er kann sich dann eh nicht wehren und wir haben ein leichtes Spiel. Sehr schön, sehr schön. Flop. Zu blöd aber auch, dass du einen Bogen dabei hast, ne? Oh. Blöde Zweier-Range. Na, sowas aber auch. Mensch. Unglaublich. So, du stellst dich hier hin. Theoretisch könnte Sora nicht so ein Finish, ist aber auch egal, weil wie gesagt, wir kesseln den hier ein. Er muss dann zum Lagusbrecher wechseln, auf jeden Fall. Und dann mal sehen, wenn er angreift. Es dürfte alles eigentlich sein sicherer Tod sein. Weißt du was, du schwächst ihn jetzt nur mit einem Langspeer an, weil da unten kommt bald Rolf und der kriegt dann nämlich sein Level ab. Und dann können wir wunderbar unseren Langspeer hier noch verbrauchen, ja. Das wollte ich sowieso noch machen und sogar sein Level-Up ist auch noch drin. Sieh mal eine an, ha?
hat sich ja voll gelohnt. Und vor allem Geschwindigkeit, die werden wir im nächsten Kapitel definitiv brauchen, ja, das kann ich euch direkt sagen. Es sind ein paar sehr schnelle Charaktere unterwegs. So, den schwarzen Ritter, ja, den schauen wir uns jetzt auch mal an. Oh mein Gott, Leute, eine Massenvernichtungswaffe ist das, ja. Angriff 48, Crit 20, 151 Treffer und 1-2er Range, ja, dieses Schwert hat 1-2er Range, 20 Gewicht, aber er kriegt dadurch natürlich keinen Verlust, ja. So viel Kraft hat er dann. Und er kriegt plus 5 Def, das steht jetzt hier gar nicht dabei, aber das ist auch noch ein Spezialeffekt von Alondite. Ja, geil, ne? Also 35 Def, die 60 KP noch dazu und schaut euch das alles an, Leute. S-Rang in Schwertern und A-Rang in Lanzen, ist aber auch interessant, ja. Er hat Heilung und Mond, ja. Mond halbiert dann noch die Verteidigung des Gegners, super. Teilweise halt, natürlich nicht immer. Und seine Heilung funktioniert so, dass er ist einfach, dass er sich am jeden, ich glaube, Rundenstart, genau, um 17 heilt, weil es der Magiewert ist, um den man sich hochheilt. So war das, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Okay, aber ihr seht schon, absolut kranke Einheit. Ja, nur, dass man mal so einen kurzen Blick erhaschen kann hier. Autsch, ja. Ach ja, man kann hier durchaus, man kann sich Sachen teilweise ableiten. Ist interessant, seine Affinität zu berücksichtigen. Und natürlich auch sein Lanzenrang ist auch interessant, aber das weiß ich noch nicht, ob das in dem Teil schon ausschlaggebend ist, aber es ist interessant. Denn wir wissen ja nicht, ob sich dahinter nicht auch irgendwer verbirgt oder so, ich will das aber natürlich hier nicht großartig spoilern. Muss man natürlich alles dann sehen. So, Titania kann sich hier theoretisch durcharbeiten, da wir aber eh mindestens 2 Züge noch brauchen, kann auch jemand anderes erstmal den Anfang machen, beziehungsweise du schwächst jetzt einfach nur an und jemand anders kann finishen, so rum. Meine ich. Zack. Auf jeden Fall schließen wir das Kapitel heute ab und das ist sehr, sehr schön, Leute. Das freut mich schon mal. So, also auf zurück. So, er heilt sich natürlich ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. So, er greift also Ziehhag an. Keine Chance, Freundchen. Leider immer noch kein Crit. So, die Schulterfehleinschätzung liegt allein bei uns. Was für eine Schande. Eure Exzellenz, ich überlasse den Rest euch. Ja, ja. Der würde einen kurzen Prozess mit jedem Einzelnen machen, der Ritter natürlich. Sehr schön. Ziak bekommt sein erstes Level ab. Ja, und was für eins. Direkt Stärke, Fähigkeit, Geschwindigkeit, Glück. Super. Was will ich eigentlich mehr, ne? Und ein Meistersiegel kriegen wir auch noch direkt. Oh Gott. Geh weg. Geh weg, schwarzer Ritter. Ah. Oh Gott. Bist du des Wahnsinns. Komm uns ja nicht zu nah. Okay, wir können mit Phoenix ganz gut finishen hier. Er nutzt sich aber eher Donner sogar. Denn wie gesagt, ich will eigentlich am auf Donner würde ich ihn schon am liebsten trotz allem trainieren. Ja, es geht auch. Manche sagen, er ist gar nicht so gut möglich. Aber ich habe das noch im Kopf, dass durchaus auch ein S-Rang drin sein kann. Und ich meine, notfalls ein Waffenschreiben kann auch mal helfen, ja. Muss man immer sehen, wie gut das investiert ist natürlich. Bei anderen Charakteren oder so. Aber es lohnt sich in der Regel schon ganz gut. So, damit hat auch Soren nochmal einen Gegner hier gefinisht. Wunderbar. Kriegt er auch so ein bald sein Level ab wieder. Moment, stopp. Bevor wir irgendwas voreilig machen. Du kommst gerade weit genug. Ich dachte es mir doch. Um ihn zu finishen. Und dann können wir wirklich das Kapitel abschließen, was ich sehr, sehr schön finde. Wunderbar. Was will man mehr, ne? Was will man mehr? Damit kriegt auch Rolf sein Level ab. Ha, das läuft heute super. Was für ein Part, ne? Und seht euch das an. Ich sag ja, ne? Wenn man sich Rolf jetzt schon ansieht, eigentlich doch ein ziemlich, ziemlich ordentlicher Schütze, ne? Ich mag ihn schon irgendwie. Keine Ahnung. Wie geht's denn euch da so, ne? Ich meine, Rolf ist doch schon irgendwie ganz cool, oder nicht? Ganz witzig. Einfach so ein kleines Kind im Prinzip, was hier mit rennt, ja? La, la, la. Wir benutzen weiter unsere selbstgeschmiedete Waffe. Die eignet sich gerade nach wie vor am besten. Obwohl ich damals das Gewicht eigentlich hätte gar nicht runterschmieden sollen. Also, hätte ich gar nicht machen müssen. Denn ihr Stärkewert war höher, als ich dachte. Ich dachte immer, sie wäre ein bisschen fragiler, was das betrifft, ja. Habe ich mich nur ein bisschen geirrt. So wie auch immer, wir sind fertig. Ja, man kann das Ganze auch einen Tick schneller machen. Also in 5 Zügen ist auf jeden Fall möglich, aber papalapap. Das passt schon so. Gute Erfahrungen bekommen und so weiter. Alle erledigt. Ist in Ordnung. Die Söldner sind sicher an Bord des Schiffs gegangen. Wie sollen wir jetzt weitermachen?
Oh nein. Ihr werdet das Schiff nicht am Auslaufen hindern. Das werde ich nicht erlauben. Eines von Gallias Biestern. Ich bin dir schon einmal begegnet. Ja, im Schloss in der Nähe des Meeres der Bäume. Von meinem Standpunkt aus gesehen sind wir uns sogar zweimal begegnet. Oh? Ich hab dich gesehen in jener Nacht. Du standest im Licht des Vollmondes. In jener Nacht hast du Grail umgebracht. Du warst das, der mit dem König der Biester gereist ist. Wie interessant. Wenn ich jetzt der Stärke seiner Gehilfen gewahr werde, werde ich auf ganz natürliche Art etwas über die wahre Stärke des Königs lernen. Ich hasse es, es dir sagen zu müssen, aber mein König kann nicht mit jemandem wie mir gemessen werden. Er ist überlegen. Umso besser. Also gut, lass uns anfangen. Oh Mann, Ranulf, was machst du, du Vollidiot? Das ist eine ganz schlechte Idee. Aber man muss ihn einlassen lassen. Er hat Mut, ja. Oh Mann, ey. Leg es nicht drauf an, ja. Warum bewirkt meine Angriffe nichts? Du bist ein beeindruckender Kämpfer. Trotzdem bist du keine Herausforderung für mich. Gleich eine Wundheilung, huh? Was war das denn? Wie? Huh? Na super, der taucht also auch auf. Steh auf, überlass das mir. Du warst doch bei den Gefangenen. Dieser Ritter wird seine Hand nicht gegen mich erheben. Richtig? Nun geh, schnell. Wenn du darauf bestehst, ich werde dir danken, sobald wir uns wiedersehen. Tja, hä? Wer ist sie nur, hä? Captain Daran, wir sollten das Schiff verfolgen. Sie sind Freunde der Halbmenschen, wir können ihnen nicht erlauben zu entkommen. Oh, hab ich gut geschlafen. Der Kampf scheint vorüber zu sein. Formiert euch, es wird Zeit, dass wir uns zurückziehen. Captain! Hör zu, chill. Wir sind angewiesen, morgen wieder zu Hause einzutreffen. Wärst du an einem Ort wie diesen verletzt worden, wäre dein Vater mit Sicherheit nicht erfreut. Mein Vater ist der Grund, dass ich nicht mit leeren Händen zurückkehren kann. Ich muss ihm etwas zeigen können. Bitte! Immer mit der Ruhe, Mädchen. Der schwarze Ritter hat uns im Rückzug befohlen. Willst du ihm ungehorsam sein? Das wäre Selbstmord. Genau, also lass uns hier verschwinden. Verdammt! So, was ist denn hier los, wa? Schwarze Ritter, ein Schiff wird dich drauf verlassen. Wenn wir uns das eigene Schiff klar machen und sofort Segel setzen, können wir es noch einholen. Hör zu, General von da ein. Du ziehst dich sofort von hier zurück. Ich werde es dir nicht erlauben, das Schiff zu verfolgen. Ja, bist du so mit ihm, mir zu sprechen, du Narr? Weißt du überhaupt, wen du vor dir hast? Ruf deine Männer zusammen und zieht euch zurück. Aber wir... Ich werde es nicht noch einmal sagen. Los! Ja, sofort! Oh Mann, wer ist dieser Sephiran nur, hä? Was für ein unglaublich mysteriöser Typ. Wie kann er nur so einen Einfluss haben? So eine Macht, das ist ja unglaublich. Bist du sicher, dass das stimmt? Ja, die beiden hier können uns mehr Details dazu geben. Wir repräsentieren die Bevölkerung. Und sagt, dass ein grünhaariges Mädchen ist an Bord dieses Schiffs gegangen? Ja, sie hat etwas Adeliges in ihrem Verhalten. Und sie war wunderhübsch. Ihr Name ist Ellie. Ellen, so ähnlich haben sie sie genannt. Ist das wahr, Prinzessin Alinja? Das Glück hat sich gewendet. Jeder von uns der Bevölkerung hier kooperiert so gut er es vermag. Wenn ihr das nicht vergessen würdet, Glaub mir, ich erkenne eure Loyalität. Nun dann. Nun, da komm her. Jawohl, Sir, hier bin ich. Schaffe diese beiden Würmer aus den Augen. Gib den beiden Narren die härteste Arbeit, die du finden kannst. Sie sollen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten, so lange, bis sie sich nicht mehr bewegen können. Verstanden? Jawohl, Sir, verstanden, Sir. Aber das ist... Warum tut ihr... Hört auf zu flennen, wie soll ich denn sonst Gewürm wie euch belohnen? Das dreist genug ist, die eigene Prinzessin an den Feind zu verkaufen. Genießt eure Belohnung, ihr gierigen Wimme. Unsere eigene Prinzessin? Das kann nicht sein. Nein. Oh Mann, ey. Idioten. Tja, das habt ihr nun davon, ne? Diese Bevölkerung wurde auch schon kritisiert von unseren eigenen Leuten. Mein Lord Ike, wundervoll. Ich dachte nicht, dass ihr es schaffen würdet. Es tut mir leid, euch Sorgen bereitet zu haben. Oh nein, ich bin froh, euch gesund wiederzusehen. So froh. So, war's das dann schon? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich denke nicht, dass mich der Feind bis hierhin verfolgen wird. Mein Kämpfer wie du, verwundert. Hat ein Bär dir diese Wunde zugefügt? Master Gifka. Ah, der König hat mir aufgetragen, hierher zu kommen und nach dir zu sehen. Bleib ruhig liegen, beweg dich nicht. Du hast ordentlich was abbekommen. Mir scheint nichts gebrochen zu sein.
Im Herr von Daein gibt es einen, dessen Kraft ist überwältigend, sich so schnell bewegen zu können. In dieser Rüstung, ich sag euch, das geht euch mit richtigen Dingen zu. Jetzt ist der König auch noch gezwungen, euch seinen Schatten zu senden, um nach mir zu sehen. Unsere Minister sind halsstarrig wie immer. Egal, was passieren wird, sie werden einer Allianz mit dem Beorg nicht zustimmen. Dagegen kann man nichts machen. Jeder der älteren Gefolgsleute hat Erinnerungen an die Posteriorität der Lagus. Selbst der König. Wäre Prinzessin Elincha nicht das Kind von König Ramon und jetzt weise, glaube ich nicht, dass er ihr helfen würde. Wahrscheinlich habt ihr recht. Auf jeden Fall ist die Prinzessin mit den anderen nun sicher auf See. Und der Wachhund. Keine Zeichen von Nachlässigkeit, vermute ich. Natürlich nicht. Selbst die Älteren werden hören wollen, was er zu sagen hat. Er ist schließlich besonders. Und was meinst du dazu? Prinzessin Elincha will unter allen Umständen Crimea wieder aufbauen. Hat sie eine Chance? Ah, wer kann das schon sagen? In welche Richtung sich das Rad dreht, hängt von Ike und seinen Leuten ab. Erfolg und Niederlage liegen eng beieinander. Diese Truppe, die nichts getan hat, außer zu fliehen, hat die Fäden unserer Zukunft in der Hand. Ein gefährliches Spiel, findest du nicht? Alle Spiele stellen ein Risiko dar, mein Lord Gifka. Aber es gibt keinen Zweifel, dass da eins nächstes Ziel Gallia sein wird. Wir müssen nach Hause und uns vorbereiten. So, man sieht schon, hier braut sich auch teilweise schon einiges im Hintergrund zusammen. Oh mein Gott. Oh, man sieht ihn auch das erste Mal da. Das ist ja mal spannend. Die Prinzessin von Crimea ist sie an Bord des Schiffs nach Benion gegangen, mit Gawains Söldnern. Ja, das Hindernis namens Gawain ist tot. Bald wird offengelegt, wo sich das Medaillon befindet. Hat sich unser Maulwurf bereits in die Gruppe eingeschlichen? Es sieht so aus, als wäre er als vollwertiges, vertrauenswürdiges Mitglied anerkannt worden. Es verläuft alles nach Plan. Und daher lassen wir sie fahren, wie es ihnen beliebt. Aber da gibt es noch etwas. Am Hafen habe ich jemanden getroffen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Wen? Den Premierminister des Imperiums Benion. Was? Stimmt das? Wenn er seine Nase dort hineinsteckt, dürfen wir keine Fehler machen. Hat er zu verstehen gegeben, dass er unsere Pläne durchschaut hat? Das ich weiß es nicht. Er wollte, dass ich euch folgende Botschaft übermittle. Übermäßiger Ehrgeiz wird Desaster ein. Pah, Nonsens. Für uns sind nur die Prinzessin von Crimea und das Medaillon von Bedeutung. Wir müssen einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt warten, um zuzuschlagen. In der Zwischenzeit wünsche ich, dass du dich um die Invasion von Gallia kümmerst. Geh klug vor. Du darfst nicht zulassen, dass Gallia seine ganze Kraft zeigt, verstanden? Wie ihr wünscht. Oh-oh. Das ist natürlich grandios, ja. Da hat sich ja wieder einiges angekündigt. Meine Güte, Leute. Das ist schon ziemlich heftig, ja. Mal sehen, ja. Es steht mal wieder einiges aus. Oh Gott, oh Gott. Ja, das könnte alles ein bisschen desaströs enden. Wir werden sehen, ja. Aber als nächstes kommt das 12. Kapitel. Das wird für uns zumindest relativ entspannt. Das kann ich euch gleich sagen. Da sollten wir eigentlich soweit super Charaktere haben und so. Sogar einen kleinen Vorteil, da wir Rolf dabei haben. Der wird nämlich von seinem Bogen exzellenten Gebrauch machen können in der Mission. Das ist ganz praktisch. Aber wie auch immer, Leute, das war's dann auf jeden Fall für den heutigen Part. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem, Path of Radiance.